Ganz euch und alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde Schatten des Krieges. Heute wollen wir uns mit dem Thema Turmverschnitte beschäftigen. Wie kann ich mir welche beschaffen und kann ich sie selbst farmen? Die Beschaffung von Turmverschnitten ist eigentlich relativ einfach. Also, Turmverschnitte kriegt ihr am besten in Online-Eroberungen ab ungefähr einer Angriffswertung von ungefähr 800. Ist einfach so, ja. Dort könnt ihr sie rekrutieren, dann könnt ihr sowas bekommen. Das Selbstfarmen ist leider wenigen vorbehalten tatsächlich. Es gibt einige wenige, die können das machen. Aber es wird einen großen Teil unter euch geben, die werden jetzt sehr enttäuscht sein, die das nicht machen können. Denn nämlich, diese Turmverschnitte sind nur dadurch möglich, also sind nur dadurch möglich, sie zu bekommen, durch diesen Uruk. Also Heuchler. Was ist das Problem bei diesen Heuchlern? Ganz einfach, man hat sie eigentlich nur durch Lootboxen hat man die bekommen. Lootboxen, die sind ja aus dem Spiel genommen. Damit sind offiziell eigentlich diese Uruks auch aus dem Spiel genommen. Keine Ahnung warum. Es war viele haben gemeint, es wäre Pay to Win. Okay, kann man ja so, kann man der Ansicht sein. Bin ich jetzt eher weniger, aber gut. Betrachten wir uns diesen Uruk jetzt einfach mal. Was denn überhaupt dazu führt, dass man überhaupt diese Turmverschnitte farmen kann? Ganz einfach, der hat Köder. Ja? Um diese Köder, ja, lasst euch von einem von denen töten und dann habt ihr einen Turmverschnitt. Das werde ich auch gleich zeigen. Die andere Seite ist, wieso ihr wahrscheinlich den auch nicht aus den Online-Eroberungen bekommen werdet, ist einfach, weil er unerschütterlich ist und eisernen Willen hat. Das kriegt ihr auch nicht weg von denen. Das ist einfach so. Unerschütterlichkeit bedeutet, der kann niemals gebrochen werden, also ihr könnt ihn auch nicht rekrutieren. Ist so. Ich habe dafür diesen Heuchler geopfert. Ich habe noch zwei in der Garnison. Als nächstes möchte ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Bevor ihr euch ans Farmen macht, guckt immer, dass ihr hier ein paar Slots frei habt. Denn ihr wollt ja nicht, dass der hier aus Versehen von seinem eigenen Köder getötet wird. So, der nächste Tipp, den ich habe, ist nämlich in Optionen zu finden. Dort geht ihr in Spielereinstellungen ganz nach unten. Dort findet ihr das hier, erlaube Retter. Wenn ihr das macht, wenn ihr Retter erlaubt, kann es gut möglich sein, dass irgendeiner eurer Gefolgsleute sich entscheidet, ach, ich rette jetzt einfach mal euch und tötet dabei diesen Turmverschnitt. Das ist, also diesen zukünftigen Turmverschnitt, und das ist echt ärgerlich dann in dem Moment. Nichtsdestotrotz, Köder spawnen immer wieder. Also wenn ihr das wollt, aber ich sage einfach beim Farmen, lasst diese Option aus. So. Bevor es losgeht. Wichtig ist, ihr dürft diesen Uruk, wenn er bei euch ist, also wenn er einer eurer Gefolgsleute ist, schmeißt ihn nicht aus der Armee raus. Versucht, dass er gegen euch geht, also dass er euch verrät. Das ist wichtig, das ist entscheidend. Denn wenn ihr ihn aus der Armee schmeißt, kann es sein, dass die Köder dabei flöten gehen. Und diese Fähigkeit, die zu verlieren, würde bedeuten, dass dieser Uruk mehr oder weniger nutzlos ist. Diese Fähigkeit Köder ist schon selten. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, für manche die überhaupt wiederzubekommen. Scheißegal, versucht, dass er euch verrät. Und wenn es sein muss, schlagt auf ihn ein. Hat mir ein Abonnent geraten und dann, ja, das war's nochmal so, ganz am Rande. So, dann kann es jetzt weitergehen. Als nächstes, ja, hier haben wir ihn auch, hier ist er. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr so ganz gut auch ihn so farmt. Also es ist wichtig, dass ihr seht hier unten, hier seht ihr die Köder, da, das sind, da vorne ist das Original, hier sind die anderen. Ihr schnappt euch, der soll abhauen. Ihr müsst euch von dem hier töten lassen, also von wirklich so einem. Ich habe den jetzt per Schattengriff, habe ich ihn rübergezogen. Ich hoffe, dass das wirklich die Fähigkeit ist, die ich gemeint habe. Lasst ihn erstmal sich aufstehen, ja, lasst ihn erstmal aufstehen, okay, jetzt ist es eigentlich wurscht, einer von denen kann euch jetzt umbringen, so, der wird jetzt uns töten, zack, Tuhor, erhebe ich mich über die anderen Uruks. Okay, nice, so, damit wird jetzt Tuhorn in einen der Slots hier reingesetzt, so, zack, und da ist er, der Knochenbrecher. Okay, nicer Titel. Sieht jetzt aber nicht sehr special aus. Wir gucken uns einfach mal kurz an. Das hier ist Tuhorn Knochenbrecher. Ja, ist okay. Also im Gegensatz zu seinem Nebenbruder hier, Ishmoz dem Läufer, sieht er jetzt nicht so krass aus. Ja, das wäre es jetzt auch an dieser Stelle gewesen. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie ihr diese Uruks bekommt.
Und ja, leider tut es tut mir leid für all jene von euch, die nicht die Lootboxen miterlebt haben. Ja. Tut mir sehr leid und ich hoffe, ihr lasst euch trotzdem nicht entmutigen und ich bin mir sicher, viele von euch wird es trotzdem nicht davon abhalten, diese Uruks zu sammeln. Und ja, wenn ihr Bock auf mehr von diesen Uruks habt, wenn ihr mehr Variationen sehen wollt, ich werde mich darum kümmern, wenn ihr das wünscht, ja, so gut es geht, neue von denen zu farmen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst eine Like-Bewertung ab oder ich hoffe, es war informativ für euch. Und ja, macht's gut, haut rein, bleibt dabei. Ciao, bis zum nächsten Mal.